Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Es ist soweit, die Griefer.info-Mod ist nun offiziell released. Die meisten von euch sollten griefer.info kennen. Das ist nämlich eine Seite. Hier habt ihr Farms, Profile von Scammern, Botshops, Freestuff. Hier könnt ihr halt alles Mögliche über Griefer Games herausfinden. Hier gibt es auch seit neuestens auch eine Streamerliste mit allen Streamern und auch ein paar YouTube-Kanälen. Und seit heute, beziehungsweise wenn ihr das Video seht, seit Samstagabend gibt es nun hier oben den Reiter Mod. Hier sehen wir schon Griefer.info Forge Mod. Ganz wichtig, diese Mod funktioniert bzw. ist auf Basis von Forge. Heißt, ihr braucht Forge, damit diese Mod geladen werden kann. Also Labby Mod benutzt sowieso nur mit Forge. Deswegen kann ich die einfach in den Mod-Ordner packen und fertig. Mit Mystery Mod funktioniert das ebenso. Da gibt es aber ein Add-on, ein Sign-Add-on, wo der Hotkey auch auf G gesetzt ist, so wie die Mod ihren Hotkey auf G hat. Deshalb für die Mystery Mod Spieler, die dieses Sign-Add-on haben, sollten da den Hotkey ändern. Und hier könnt ihr euch halt über den roten Button jetzt herunterladen, die Mod eben downloaden, packt sie dann bei euch in den Mods-Ordner und startet euer Spiel neu. Wenn ihr das getan habt und ihr Minecraft seid, dann könnt ihr einfach mit dem Hotkey G, so wie griefer.info, eben das Menü öffnen. Oben links steht auch die Version 1.0, sieht man nicht ganz, weil meine Facecam drüber ist. Und nun haben wir eben hier verschiedene Buttons. So ein, die Farmliste, da ist gerade meine Facecam drüber, aber die ist ungefähr gerade hier, wo meine Maus rumspringt. Da ist eine Farmliste, Botshop-Liste, Freestuff, Profilsuche, Befehlsliste, Schnellportation, die Einstellungen und die Hilfe. In den Einstellungen können wir halt einstellen, Farm, Botshops, Freestuff, ja, nein. Oder hier können wir auch die Hotkeys nämlich einstellen. Und hier unten ist nämlich in grün ganz offensichtlich zum Beispiel Portal öffnen. Das ist halt dieses GUI, dieses Menü, was ihr öffnet. Tut ihr über G öffnen, das ist standardmäßig so, könnt ihr natürlich ändern. Ihr könnt aber auch jedes einzelne Menü, wenn ihr wollt, einen Hotkey geben, brauche ich an der Stelle jetzt nicht. Über die Hilfe seht ihr eben so kleine Erklärungen, zum Beispiel Farmliste, alle Farmen auf einen Blick, alle Botshops auf einen Blick etc. Nützliche Links haben wir zum Beispiel Griefer Info, dann das Griefer Games Forum, Scammerradar, Griefer Wert. Und wenn ihr da eben dann den Doppelklick drauf macht, da habt ihr jetzt zum Beispiel Website, müsst ihr einfach hier hinten dann auch draufklicken und dann kommt ihr zum entsprechenden Discord oder zum Forum, je nachdem was ihr wollt. Fangen wir am besten mal oben links bei den Farms an. Das ist nämlich so etwas, was ich wahrscheinlich am meisten nutzen werde. Denn ihr habt hier alle Daten, die es auf der griefer.info-Website gibt, genau in dieser Mod drinne. Das heißt, alle Informationen, die hier drinne sind, das sind exakt 1:1 die auf der griefer.info-Seite. Bedeutet, ihr braucht nicht mehr den Browser öffnen, sondern ihr könnt einfach mit dieser Mod das Ganze in-game machen. Oben rechts könnt ihr einstellen, wollt ihr aktive Spawner, wollt ihr passive Spawner, oder wenn ihr den Favoriten ausgewählt habt, nur Favoriten eben euch angezeigt haben. Und hier können wir jetzt an der linken Seite unseren City-Build auswählen. City-Build 4, wo ich gerade bin, wird aktuell gelb angezeigt. Wir können auch hier anzeigen, wenn wir einen bestimmten Spawner suchen wollen. Wollen wir jetzt einen Skelett-Spawner, dann wird hier schon gezeigt, wo gibt es denn hier welchen auf CD-Build 4. Beziehungsweise bei welcher Farm wird das dann eben markiert. Zum Beispiel bei Disney Farm gibt es jetzt hier zwei Skelett-Spawner, die sind passiv. Oder wenn wir Bruchstein wollen, haben wir zum Beispiel bei Zelda hier 50 passive Spawner. Oder wir können eben ganz oben, da ist jetzt wieder meine Facecam drüber, alle auswählen. Angenommen, wir wollen jetzt zur größten Farm, die es auf Griefer Games gibt. Das wäre jetzt zum Beispiel auf City Build Evil, die Hashtag AOG Farm. Und dann ist die hier an der Stelle schon ausgewählt. Dann machen wir einfach einen Doppelklick drauf. Werden wir automatisch mit dem /switch-Befehl auf den CityBuild Evil Server verbunden und dann wird für uns automatisch dieser PHAOG eingegeben und dann sind wir direkt bei der Farm, die wir uns eben ausgesucht haben. Die Profilsuche für Scammer oder Trusted MMs haben wir natürlich hier auch drin. Nehmen wir mal als Beispiel Big Blue Fox, fällt mir gerade ein. Dann suchen wir mit Enter, können wir auch hier machen. Dann sehen wir zum Beispiel, haben wir den Clan, das ist der FT-Clan. Dann haben wir eben hier auch Einstellungen wie Profil slash Premium geht an der Stelle nicht, weil er eben einen höheren Rang als den Premium-Rang schon besitzt.
Slash Kopf können wir von ihm machen, ihm eine MSG schreiben, ignore oder als Freund hinzufügen, beziehungsweise zum Forum. Und wenn wir da draufklicken, wird halt das Forum geöffnet, wo halt der entsprechende Name gesucht wird. Das Profil wird an der Stelle nicht geöffnet, weil es wäre schon, ja, etwas kritisch umzusetzen. Gelichtfang ist mir gerade eingefallen, ist im Scammerradar und steht hier auch gleich rotes S hier oben, Scammer. Ist aktuell nicht in einem Clan. Hier sehen wir auch zum Beispiel gerade die ganzen Namensänderungen, den Skin wieder und halt die ganzen Befehle. Wenn wir bei der Profilsuche draufgehen, haben wir auch oben diesen Slash Premium Befehl. Da können wir draufklicken und dann werden uns alle Spieler, also alle ganz normalen Spieler mit dem Spielerrang angezeigt, denen wir Slash Premium geben können. Da können wir uns zum Beispiel diesen durch ST aussuchen und dann wird wahrscheinlich, ja, ich werde es jetzt nicht ausprobieren, aber dann können wir dem eben Slash Premium geben. Vorausgesetzt, ihr habt es natürlich frei. Dann haben wir die Bot-Shop-Liste, ist, denke ich mal, auch ganz nützlich. Hier haben wir auch übrigens links immer so ein Sternchen, da können wir uns zum Beispiel hier der Family-Bot auf CD-Build 2, der ist ja zum Beispiel als Favorit markiert. Beziehungsweise, wenn wir jetzt hier mal ein X reinsetzen, wird uns nur dieser Family-Bot hier angezeigt, weil wir den als Favoriten markiert haben. Wenn wir den jetzt rausnehmen und jetzt so Favoriten nehmen, dann sind logischerweise keine Einträge gefunden. Oder wir nehmen jetzt den Handelsbot, beziehungsweise wir machen einfach Doppelklick zum Family-Bot und dann wären wir wieder auf den CB und direkt zu dem Bot-Shop eben geportet. Das ist auf jeden Fall so eine Griefer Games Mod, die ich jeden ans Herz legen würde. Den Freestuff haben wir natürlich auch. Hier sehen wir zum Beispiel so ein 4 gewinnt, wenn wir zocken wollen. CD-Build 1 Top Farm oder auf CD-Build 9 sagen wir mal Villager. Wenn wir zum Beispiel ein privates Case Opening haben wollen, haben wir eben hier auch genügend Angebote. Was für die Anfänger ganz nützlich sein wird, ist die Befehlsliste. Hier haben wir nämlich alles drin, wirklich alles. Zum Beispiel Slash Anfang, Anti-Copy für eben den Kartenschutz aushöhlen, Slash B, ab dem Titanrang steht ja auch immer, ab welchem Rang das ist. Die ganzen Bankbefehle, wir haben hier, also wir können ja auch mal runterscrollen. Hier sind wirklich alle Befehle drin, die als Anfänger wirklich wichtig sind, beziehungsweise auch für manche Fortgeschrittene. Zum Beispiel diese ganzen Flags von Plot Square. Damit können nämlich auch nicht alle was anfangen. Wir können hier natürlich auch nach Flags direkt sortieren oder nach Slash Warps, ist an der Stelle nur einer. Oder hier halt für Bedrock, Slash Lockout, Money oder Settings. Und dann haben wir noch die Schnellportation. Das ist nämlich ein Menü. Dort können wir jetzt, ist hier jetzt zum Beispiel als Test. Da steht hier zum Beispiel drinne unser Griefer.infoplot. Wenn wir da auf Plus klicken, dann wird es eben hier angezeigt. Sibyl 2 slash PR Griefer Info. Und dann machen wir Doppelklick. Und dann sind wir eben beim Griefer.infoplot auf CD-Build 2. Das Ganze können wir natürlich auch mit einem von unseren Plots machen. Ich gehe jetzt mal auf mein Main CD-Build, CD-Build 4. Dann öffne ich das Menü, Schnellportation. Dann gebe ich hier zum Beispiel ein, ja, Menschen. Das ist ja der Alias von meinem Plot. Aber ihr könnt auch eingeben, was ihr wollt. Das jetzt nur so als Alias wie diese Mod. Und dann gebt ihr halt ein, zum Beispiel Main GS. Macht da Plus. Doppelklick und schon seid ihr bei eurem Plot. Das wäre die Mod in Kurzform erklärt. Die Einrichtung ist eigentlich selbstverständlich. Wie ihr den Mods-Ordner öffnet, Windows-Taste R.MinecraftMods, schiebt dort die Ja oder Java-Exe eben rein, startet Spiel neu, fertig. Wie das Ganze in-game funktioniert, habe ich euch gezeigt. Wie findet ihr die Mod? Ich muss sagen, ich werde sie auf jeden Fall benutzen. Es ist auf jeden Fall eine Mod, die würde ich euch ans Herz legen, vor allen Dingen an die ganzen Anfänger unter euch. Sie ist eben sehr praktisch und super hilfreich. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mich das gerne mit einem Daumen nach oben wissen. Abonniert und aktiviert gerne die Glocke, denn jeden Dienstag um 17 Uhr gibt es hier ein neues Video auf meinem Kanal. Ansonsten schaut gerne in der Infobeschreibung da vorbei. Da habe ich noch 2, 3 Videos für euch verlinkt, die für euch auch hilfreich sein könnten. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Haut rein und ciao, Leute.